So, herzlich willkommen heute wieder bei meinem Lernen der Zukunft Experten-Talk. Und heute habe ich für Sie einen ganz, ganz, ganz spannenden Gast, der zwei Welten verkörpert, die beide für uns relevant sind, für mich relevant sind. Einerseits befasst er sich mit der vielleicht Basisqualifikation, die heute jeder Unternehmer, jeder Angestellte, aber auch schon beinahe, aber vor allen Dingen Unternehmer mitbringen muss. Er befasst sich mit dem, wie kann ich Menschen überzeugen? Wie kann ich sie von meiner Kompetenz überzeugen, von meinem Produkt überzeugen, davon überzeugen, dass das, was ich ihnen biete, für sie wichtig ist? Das ist die eine Seite, die er mitbringt. Und die zweite Seite, was mir natürlich als Birkenbilianer sozusagen, der da lange, lange Zeit sich mit Gehirngerecht befasst und was passiert da neurologisch im Kopf dabei, das ist die zweite Seite, die er mitbringt, nämlich die Neuroassoziationen. Er hat basierend auf der Neurowissenschaft ein eigenes Verkaufssystem entwickelt, das heißt Neuro Associative Selling. Und bevor ich jetzt da noch weiter drum herum will, wie toll der Mann ist und was er alles Tolles gemacht hat, stelle ich ihn aber liebend gern vor. Servus, Klaus Angerbauer. Hallo. Grüß dich, Andreas. Freut mich. Ich habe jetzt schon einiges weniges über dich gesagt und die Leute daheim kennen dich jetzt vielleicht noch nicht persönlich. Und erklär mal oder erzähl mal einfach, wie bist du da hinkommen, wo du jetzt bist? Wer ist der Klaus Angerbauer und warum macht er das jetzt, was er macht? Ja, also von der Ausbildung bin ich auf der einen Seite Bauingenieur, habe dann später BWL studiert und bin dann nachher in den Vertrieb gegangen, habe für Gericom, Computer, wer die noch kennt, ist schon Zeit her, waren damals Notebooks, zuerst Computerbauteile gehandelt und Notebooks sind ja später dazugekommen. Und 1993 habe ich mich dann als Verkaufstrainer selbstständig gemacht, weil ich auf der Uni schon Marktpsychologie gemacht habe und auch Trainerausbildung gemacht habe und im Rahmen dieser Trainerausbildung dann Rhetorikseminare auf der Uni gegeben habe und irgendwann habe ich diese Welten dann wieder zusammengeführt. Aber du hast parallel schon im Vertrieb gearbeitet während des Studiums. Genau. Und die Idee dann plötzlich als Trainer arbeiten zu wollen, kam über diese Ausbildung. Auf der einen Seite über diese Ausbildung. Ich habe damals dann, glaube ich, Anthony Robbins Buch gelesen. Da ging es, es war so NLP damals und so Selbststeuerung. Und da ich eh so in einer Phase war, habe ich gedacht, ich möchte mich gerne selbstständig machen und überlegt hat, was soll ich denn machen, habe ich dann diese Ideen da, wie man Ziele findet und wie man genau draufkommt, welche Themen einen interessieren, habe das dann so durchgeführt und bin dann zu der Conclusion gekommen, dass das eigentlich genau das ist, was ich machen will. Und habe dann auch das sofort eins zu eins umgesetzt. Damals, glaube ich, 93, einen Bekannten angerufen, der wiederum einen Trainer kannte und dort als Verkaufstrainer dann ein Jahr mal gearbeitet. Und Angestellt. nicht angestellt, so freiberuflich, aber unter seinem Namen halt. Der hatte die Kunden und dann ist ja auch wichtig, dass man da ein bisschen reinkommt, wie man da in das Business einsteigt, weil wenn man von außen sieht man das dann oft nicht so gut. Ja, das ist ja übrigens schon fast die nächste Frage, nämlich in dem Trainer-Business, wie du da Fuß gefasst hast. Ja, das war einfach der Beginn über den Einstieg des Freundes. Ja, genau. Im Und dann guten hat Namen mich, des Freundes sozusagen. ja, also ich habe dann ein Jahr mit diesem Trainer zusammengearbeitet oder für den gearbeitet und habe mich dann nach einem Jahr selbstständig gemacht, habe mein Linzer Büro aufgemacht und dann wirklich Kaltakquise gemacht, Kunden angerufen, Dienstleistung vorgestellt, natürlich noch keine Referenzen gehabt, was sehr wichtig ist, um Vertrauen zu haben, das Prinzip der sozialen Gültigkeit. Wenn viele andere das auch machen, dann muss der schon gut sein. Und deswegen ist es immer am Anfang sehr schwierig, da zu Kunden zu kommen. Das wird ja vielen unserer Zuhörer auch so gehen. Das ist einfach mal so, dass das gerade am Anfang, wenn man noch nicht so viele Referenzen hat, sehr, sehr viel schwieriger ist. Da gehen wir gleich aufs Vertrauen. Also das wäre eigentlich erst später angestanden, aber das können wir gern jetzt machen. Die Geschichte ist ja die, du hast jetzt eh schon gesagt, dass es wichtig ist, um einen Kunden leichter zu überzeugen, dass der sich einmal überhaupt überzeugt, dass du es wert bist, dass er sich die Zeit für dich nimmt. Wie schaffe ich denn als Verkäufer dieses Vortrauen, diese Kompetenzvermutung sozusagen? Ja. Derjenige, der da heute zu mir kommen will oder der mich da versucht, telefonisch zu erreichen, der ist es wert von mir, diese Zeit geschenkt zu bekommen. Beziehungsweise dann vielleicht da irgendwann einmal den Auftrag zu kriegen. Aber wie Ja. schaffe ich das, dass ich der mir ja noch gar nicht kennen kann persönlich, eine vertrauensvolle Atmosphäre hinkriege mit dem?
Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, grundsätzlich Vertrauen, wobei wir jetzt viele Dinge zusammengemischt haben. Kompetenzvermutung. Grundsätzlich gibt es drei Assoziationen, die eine Person mit dir verbinden muss, damit sie dir was abkauft. Sympathie ist grundsätzlich günstig, weil das in den gesamten neuronalen Prozessen läuft das so ab, wenn ich dich mag, dann werde ich dir von Haus aus positive Eigenschaften zuschreiben, was dann Kompetenz und Vertrauen trifft. Okay. Also man kann auch jemandem vertrauen, den man nicht sympathisch findet. Das gibt es. Ja? Zum Beispiel, wenn ein Arzt und sagt, er ist totaler Kotzbrocken, aber er ist ein ehrlicher Mann. Ja? Okay, Das ja. heißt, ich vertraue, aber ich mag ihn nicht. Aber für ein Verkaufsgespräch, wenn du jemanden überzeugen willst, dass er deine Meinung nachvollzieht, ist Sympathie eine wichtige Grundlage. Vertrauen brauchen wir, damit der andere glaubt, dass das, was du ihm versprichst, dass das auch eintrifft. Beim Verkauf kann man sagen, Verkauf ist niemals das, dass du eine Leistung oder einen Nutzen kriegst. Du kriegst immer nur ein Nutzenversprechen in dem Moment. Weil auch wenn du ein Produkt kaufst, ist das ja ein Nutzenversprechen. Wenn ich ein Gurkenglas kaufe und da steht drauf knackige Gurken, dann ist das ein Versprechen, dass da knackige Gurken drin sind. Jetzt sind wir wieder bei der Marke. Die Marke ist deswegen so wichtig, weil sie der Garant ist, dass dieses Versprechen gehalten wird. Steht aber knackige Gurken auf einem No-Name-Produkt drauf, könnte sich der Kunde denken, ja, jeder behauptet, seine Gurken sind knackig. Aber die Firma, was gibt es, Mautner Markov, die kenne ich und die hält das. Und deswegen geben Firmen so viel Geld für das Image aus. Und da sind wir schon bei der ersten Stufe in einem Verkaufsgespräch. Du musst im ersten Moment ein Image beim Kunden erzeugen. Image ist nichts anderes wie ein Bild. Das heißt, er sieht dich, du gehst auf ihn zu, sofern es ein physisches Gespräch ist, und dann schaut er, ob er dir diese Eigenschaften zumessen kann. Ob er Sympathie fühlt, ob er dir vertrauen kann, da schaut er an verschiedene Dinge und ob du Kompetenz hast, das sieht man am Anfang selten, aber es gibt Berufe, wo es durchaus so ist. Wenn dir ein Chirurg im grünen Chirurgendress entgegenkommt, ganz wichtig, dann wirst du sofort Kompetenzvermutung haben. Oder ein grauhaariger Arzt, wo Professor oben steht, denkst du, der muss schon kompetent sein. Ja. Das heißt, Kompetenz wird auch oft schon mit dem Image verknüpft, indem In man Österreich viel mit Titeln wahrscheinlich auch, ja. genau, die Österreicher sind zum Beispiel so, dass in Österreich die Titel sehr stark genommen werden. Das ist tatsächlich eine, in der Imagephase, wo man nur den Namen hört, wird schon Kompetenzvermutung reingesteckt. Und ein guter Freund von mir hat gesagt, der Jurist ist, der gesagt hat, wenn du am Land als Rechtsanwalt keinen Doktortitel hast, dann kommen die Leute teilweise und sagen, darf ich fragen, sind Sie schon Doktor? Weil die denken, naja, also ein Rechtsanwalt, der Doktor ist, muss besser sein als ein anderer. Aber jeder, der akademischen Titel hat, weiß, dass die Doktorarbeit nicht unbedingt die Kompetenz des Rechtsanwalts erhöhen muss, weil der kann irgendwas geschrieben haben, nur damit er den Titel kriegt. Was häufig der Fall ist, ja, aber das ist ein anderes Thema, ja. Oder jemand anderes hat geschrieben, wie in Deutschland teilweise. Ja, das gibt es dann auch, ja, das ist dann auch auf höheren Posten gibt es da Möglichkeiten, die da genutzt worden sind und im Genau. Nachhinein, naja, okay. Und was du aber angewandt hast als Strategie, also das, ich glaube, in der Psychologie nennt man das den Halo-Effekt. Also dass wenn wir eine Sache mit jemandem verbinden, dann das Ganze drumherum. Also wird das Ganze drumherum auf dieselbe Ebene gepackt. Und das habt ihr ja dadurch, dass du dir das Vertrauen im Prinzip ausgeliehen hast von deinem Kollegentrainer, von deinem Freundtrainer, der dann gesagt hat, da ist der Stempel drauf, der Angerbauer, der muss gut sein, weil sonst wird der mit ihm nicht arbeiten. Wenn Genau. wir auf die Gurken gehen, da steht dann vielleicht auf der Aldi oder halt Hofer bei uns oder Lidl-Produkt, da steht halt dann drauf, also zum Beispiel ein Ökotest oder Stiftung Warentest, Gewinner oder was, die schneiden ja regelmäßig ganz gut ab und die prangern das dann ganz häufig auch auf ihren Produkten an. So holen sie sich dann das Vertrauen über Zweitmarke oder über Empfehlungen. Wie würdest du das empfehlen, dass das zum Beispiel der Trainer oder Coach machen könnte? Als Trainer oder Coach macht man das, indem man sich normalerweise irgendwie Kundenreferenzen auf die Page stellt oder Kundenstimmen raufstellt, weil das sofort ein Vertrauen schafft nach dem Prinzip der sozialen Gültigkeit. Wenn viele Leute etwas gut finden, dann muss es gut sein. Das ist jetzt ganz wichtig auch, dass das Vorannahmen sind, die eigentlich nicht immer zutreffen. Aber das ist egal. Wir Menschen sind so konstruiert, dass wir auf dieses Prinzip reinfallen. Sieht man bei jeder Disco vor der Tür, wenn eine lange Schlange ist, stellen sich noch mehr hin. Das Schlimmste, was einem Lokal passieren kann, ist, dass du gehst um 11 Uhr hin in ein Lokal und da steht keiner vor der Tür. Da geht gar niemand rein. Und obwohl es drinnen leer ist und draußen eine Riesenschlange steht, was absurd ist, ist es total wichtig, damit die Leute sehen, viele wollen da rein. Das sieht man nur, wenn man die vor der Tür stehen lässt.
Und da muss man natürlich überlegen, wie kann man das ins Business übertragen, wenn du B2B bist, also an Geschäftskunden verkaufst, überlegen, wie kann ich das vermitteln? Ja? Zum Beispiel, wie ich angefangen habe 1993, habe ich einen Kalender da gehabt mit den Terminen fürs nächste Jahr und der war weiß, logischerweise. Aber ich hätte niemals zum Kunden gesagt, ja, 13. Juni ist kein Problem. Ich habe immer gesagt, oh, schaut schlecht aus. Ja? Okay. Weil es total wichtig ist, dem Kunden das Gefühl zu geben. Dieser Social Jetzt Proof, ja. genau. Und jetzt sind wir auch bei einem wichtigen Punkt, den ich immer wieder gefragt werde. Ja, wie weit ist das Manipulation? Was ist fair? Was ist unfair? Ich bin der Meinung, wenn ich eine gute Leistung biete und überzeugt bin, dass ich sie biete und mein Produkt knapper mache, als es ist, dann ist das okay. Weil ein Produkt, das zu stark verfügbar ist, verliert unter dem Wert, den es hätte. Also wenn ich jetzt ein talentierter Trainer bin und noch keine Referenzkunden habe oder wenig habe und noch wenig Termine habe, dann würde ich dem Kunden sogar schaden, wenn ich ihm das zeigen würde, weil dann würde er so ein ungutes Gefühl kriegen, das überhaupt nicht der Realität entspricht. Weil der beste Verkaufstrainer von Deutschland war irgendwann auch einmal am Anfang, aber da war er wahrscheinlich auch schon gut. Aber er hatte halt noch keine Kunden. Das heißt, jeder, der irgendein Business anfängt, muss halt mit weniger Kunden anfangen oder ohne Kunden. Und deswegen hat er halt diese Referenz nicht. Und dieser Knappheitsfaktor, von dem du gesprochen hast, ist der überall auch möglich anzuwenden oder bei Produkten wie Büchern oder bei Produkten? Also wir haben ja auch Leute da draußen, die zum Beispiel Online-Produkte verkaufen. Also der verkauft dann seinen E-Learning-Kurs vielleicht an eine Firma. Und jetzt ist die Frage, okay, die kann aber jede Firma haben und immer. Wie soll ich das jetzt knapp machen? Man kann nicht jedes Produkt natürlich als das Produkt als solches knapp machen, weil es möglicherweise in Unmengen reproduzierbar ist, zum Beispiel bei Dingen, die man sich runterladen kann. Also ein Buch kann ich knapp machen, weil ich sage, es ist ausverkauft. Ein E-Book kann ich nicht knapp machen. Ja? Trotzdem Ja, kann zeitlich. Du kannst es genau. zeitlich beschränken, ja. Das kann ich machen. Und was ich aber machen kann, ist, das Produkt muss ja nicht, wir haben jetzt zwei Themen ein bisschen durcheinander geschmissen. Es gibt das Prinzip der Knappheit. Das Prinzip der Knappheit wäre, wenn ich in der Disco gehe und die lassen nicht jeden rein. Das heißt, da ist eine lange Schlange, das ist die soziale Gültigkeit. Eine lange Schlange zeigt mir, dass viele was wollen. Aber was die dann auch noch machen ist, wenn du vor einer Schlange stehst, siehst du, dass ein paar nicht rein dürfen. Es wird auch noch knapp. Es ist gar nicht sicher, dass du reinkommst. Und dieses Prinzip sehen wir zum Beispiel beim Kaffeeröster, der seine Deutschland, Tchibo, jede Woche eine neue Welt. Was ist der Trick dabei? Das Produkt ist erstmal knapp, weil die schauen, dass sie nicht alles, was sie dort haben, immer dort liegt, sondern es sind zwei, drei Stück da. Also denkst du dir, oh, wenn ich jetzt nicht zugreife, ist es weg. Und du weißt, wenn du morgen möglicherweise kommst, ist das Produkt nicht mehr da, weil die Produkte ausgetauscht wurden. Das schafft zwei Effekte. Soziale Gültigkeit, viele wollen es, ja, weil vielleicht viele Leute drinstehen. Und die Knappheit, dass weniger da ist. Aldi hat das auch gemacht, wie bei seinen Computeraktionen. Glaubt Wobei, die ihr? haben den Fehler gehabt, dass da nichts mehr nachkommen ist. Das war dann das Problem. Ach so, ja. Aber es war zum Beispiel bei Aldi oder Hofer in Österreich, bei diesen Computeraktionen, die sind ja nicht so doof, dass sie irgendeinen 0815-Computer wirklich zu wenig Stück einkaufen. Aber die wissen, dass sie mehr Computer verkaufen, wenn sie weniger einkaufen, als sie verkaufen können. Weil dann beginnen die Leute auf einmal total durchzudrehen, nicht mehr auf die Packung zu schauen, wie toll das Gerät ist und ob es genau das ist, was sie wollen, sich auch keine Preisvergleiche mehr zu machen, sondern schlagen sie sofort in dem Moment zu, weil sie sagen, es sind wahrscheinlich weniger Geräte da und wenn ich zu langsam bin, dann kriege ich keins mehr. Abverkauf Was ist ist, da. wenn jetzt überall dieses 30-Tage-Geld-zurück stattfindet, dann erübrigt sich das wieder, oder? Weil dann daheim kommt er dann drauf, das ist doch ein Blödsinn, oder? Das 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie soll ein anderes Prinzip sein, das soll Vertrauen schaffen. Also, das sieht Nein, man oft. widerspricht das nicht dem, meine ich, dieser Knappheitsgeschichte? Weil in dem Moment kann er ja dann im Nachhinein noch sagen, na, eigentlich der Computer so schlau war er nicht, die tragen doch wieder Ja, durch. aber das machen die wenigsten Leute. Man weiß das. In Amerika gibt es das sehr häufig, dass Firmen eine komplette Geld-Zurück-Garantie geben. Du kannst das Messer zurückschicken nach 10 Jahren noch und kriegst dein Geld zurück. Das Okay. ist total absurd. Nach 10 Jahren weiß keiner mehr, wo er es gekauft hat. Und da kommen auch kaum Messer zurück. Wenn das Messer stumpf wird, darfst du es nach 10 Jahren noch zurückschicken. Was das macht, ist ein Riesenvertrauen, weil man sich denkt, das muss ja ein Wahnsinnsmesser sein, das die 10 Jahre garantieren können. Aber da denkt der Mensch in seiner Einfachheit in die falsche Richtung. Es schickt nur kaum jemand zurück und es dient nicht dazu, dass du wirklich die Messer zurückschickst, sondern es dient dazu, dass du dir denkst, dass ich bin fest überzeugt, dass das ein gutes Messer sein muss. Das kann man im Business anwenden. Ich habe das gemacht, dass ich meinen Kunden am Anfang angeboten habe,
dass sie nur bezahlen müssen, wenn sie total zufrieden sind. Das hat die Vera auf Birkenbiller so gemacht am Anfang, ja. Und damit denken die Kunden, der muss gut sein, weil sonst kann er sich das nicht leisten, sonst arbeitet er nur gratis. Erstes Gespräch gratis oder was auch immer, das machen hier einige Firmen, muss halt dann für seinen Bereich schauen, wie kann ich diese Emotionen beim Kunden schaffen. Und da geht es immer wieder auf die Basis zurück, man muss mal halt ein bisschen daran arbeiten und sagen, wie schaffe ich Sympathie, wie schaffe ich Kompetenz und wie schaffe ich Vertrauen. Und diese drei Dinge brauche ich. Je nach Branche wieder in einem unterschiedlichen Ausmaß. Am besten ist es, wenn du alles gut geschafft hast, dass der Verkäufer und also dass der Kunde mit dem Verkäufer diese Emotionen verbindet oder dieses Gefühl zum Verkäufer hat. Aber es gibt sicherlich Branchen, da ist Kompetenz wichtiger. Wenn du zum Arzt musst, zum Beispiel eine schwere Operation hast, dann wird die Sympathie zum Arzt weniger wichtig sein, als dass du weißt, dass der fachkompetent ist. Und Vertrauen hast du vielleicht sowieso. Bei einer Finanzanlage ist wahrscheinlich wieder das Vertrauen das Wichtigste. Ja? Ja, Und und die Kompetenz vermutlich. Die Kompetenz, da kommt es jetzt auch wieder darauf an, legen die selber das Geld an oder hast du es dort nur gelagert? Ja? Stichwort Schweizer Bank. Ja? Dass das Geld nicht verloren geht, weil sie es irgendwo unterwegs, wenn sie es in den Tresor tragen, verlieren, das ist In die relativ einfach. eigene Tasche vielleicht, ja. Genau, aber du musst ihnen ja vertrauen, dass sie das Geld nicht irgendwo in wüsten Spekulationen verlieren, sondern dass dein Geld auch verfügbar ist, wenn du dorthin gehst. Oder wenn du ein Nummernkonto zum Beispiel hättest, dann müsstest du ja vertrauen, dass jemand dir, wenn du hingehst, nicht sagt, ich kenne sie nicht mehr, sondern sagt, ja, es ist. Und deswegen sieht man auch, dass solche Leute wahnsinnig hinarbeiten, Vertrauen zu generieren. Das sind alte Büros, der Banker schaut sehr seriös an, zieht sich sehr konservativ an, weil er will dieses Gefühl von Vertrauen vermitteln. Das sieht man auch bei Rechtsanwälten immer wieder, aber speziell Wirtschaftstreuhänder, wenn man da reingeht, die versuchen durch altes Mobiliar, also mich gibt es schon 100 Jahre in zwei Generationen, Das sind knatschende das, Böden, ja. genau. Und das hat sofort, weckt bei uns sofort das Gefühl, dem kannst du vertrauen. Und viele Verkäufer machen aber genau das Gegenteil. Ja, die machen zum Beispiel Beziehungsaufbau und sagen, toll, dass du so viele Bücher hier und ich lese ja auch total gern. Und in dem Moment denkst du dir, irgendwie kommt mir das komisch vor. Ja, ich glaube, der versucht nur mir zu gefallen und Gemeinsamkeiten herzustellen. Und wenn das dann nicht authentisch wirkt, habe ich sogar das Gegenteil von dem erreicht, was ich wollte. Und jetzt, da Nämlich, möchte ich ganz kurz einhaken, ja. nämlich auf das Detail eingehen, das mir aufgefallen ist im Buch. Du sprichst dich dagegen, also jetzt muss ich nochmal sagen, ein Großteil der Verkäufer sagt, Verkaufstrainer sagt, allerwichtigste am Anfang Basis schaffen, viel Smalltalk betreiben, wunderbar ins Gespräch kommen. Und da sagst du, nein, keinen Smalltalk. Warum? Also ich sag bedingt, Smalltalk bedingt. Was meine ich damit? Das Gespräch ist ja aufgebaut wie ein Gebäude. Die erste Phase ist die Imagephase. Das ist so, könnte man auch den ersten Eindruck nennen. Image deswegen, weil der Kunde produziert ein Bild, reproduziert ein Bild von dir und versucht sich, indem er dich anschaut, deine Gestik anschaut, vielleicht auch die ersten Wörter sich anhört, die du sagst, versucht er dich irgendwo in eine Schublade zu stecken, wo er dich einkategorisiert. Das machen wir Menschen automatisch, weil wenn wir auf andere Menschen treffen, müssen wir die schnell einschätzen können. Können wir dem vertrauen? Ist der bösartig? Tut mir der was? Im Geschäftsleben ist der kompetent und so weiter. Und das versuchen wir in verschiedenen Dingen festzumachen. Das heißt, diese erste Phase zum Beispiel, wenn ich jemand die Hand gebe und auf den zugehe, die ist ganz, ganz wichtig. Warum? Weil wir das limbische System im Gehirn ist zuständig dafür, dass es bewertet, was für uns wichtig ist und nicht. Weil wir können eine riesige Menge an Informationen aufnehmen. Unbewusst verarbeiten und machen uns nur einen Bruchteil davon bewusst. Also das liegt im 0,000%-Bereich dessen, was wir aufnehmen an Informationen. Jeder erlebt es draußen, wenn er zum Beispiel in der Auto hat, für das er sich gerade interessiert, dass er dieses Auto auf einmal überall fahren sieht. Jeder kennt diese Phänomene. Oder wenn man eine Unterhaltung hat, auf einmal hört man im Hintergrund seinen Namen auf einer Party und dreht sich um und denkt, hier reden die von mir. In diesem Moment ist es so, dass das Unbewusste, weil der Name so stark geprägt ist oder weil das neue Auto, für das ich mich interessiere, in diesem Filter als wichtig veranlagt ist, weil ich gerade oft dran denke, sehr stark besetzt ist. Sobald ich das da draußen wahrnehme, rufe ich es mir hoch.
Was heißt das, wenn ich dich kennenlerne und du bist mir nicht sympathisch, warum auch immer, weil du mit irgendeinen Personen aussiehst, wie eine Person, mit der ich Probleme hatte, weil du irgendwelche Dinge hast, die ich nicht, persönlich nicht mag, was auch Das immer. musst du ja gar nicht einmal bewusst bei der Hand haben. Das Genau, kann ja das irgendein passiert. Schulkollege gewesen sein, der die in deiner Schulzeit einfach einmal blöd angeredet hat. Und Genau. jemand, der so ähnlich ausschaut, ist einfach per se schon einmal unsympathisch, ja. Ja. Und sobald ich dieses Gefühl habe, dann beginnen Menschen die ganze Wahrnehmung anhand dieser Emotion zu haben. Das kennt jeder auch aus der Praxis. An einem Tag, wo man schlechte Stimmung hat, sieht die Welt auch ganz anders aus. Wenn man Ja? frisch Man verliebt ist ärgert auch, sich ja. bei Leuten, man nimmt den ganzen Ärger wahr und wenn man gute Stimmung hat, sieht die Welt positiv aus. Ja? Wenn man verliebt ist, Rosa-rote Brille. rosa-rote Brille-Phase, genau. Das ist nichts anderes wie, ich habe eine Emotionslage, die dauerhaft gut ist, weil ich so verliebt bin. Und in diesem Moment sehen auch alle anderen Dinge da draußen besser aus. Warum? Weil der limbische Filter ist auf, wir sind glücklich gestimmt. Warum? Ja, das Gehirn fragt sich immer, wenn du eine Emotion hast, fragt es sich, warum? Also wenn du glücklich bist, schaut es raus und sagt, was könnten Gründe dafür sein? Und sucht Gründe. Wenn du schlechte Stimmung hast, sucht das Gehirn Gründe für die schlechte Stimmung und dir fallen immer mehr negative Dinge auf. Das heißt, wenn wir es am Anfang nicht schaffen, beim Kunden innerhalb der ersten paar Sekunden bis zu einer Minute vielleicht, diese positiven Assoziationen zu verankern, dann wird es schon einmal sehr, sehr viel schwerer. Dann ist, weil der Kunde sucht im ganzen Gespräch die Fehler, die er dir jetzt zuschreibt. Und wenn der die sucht, dann findet er sie. Ja, vielleicht kennt man das aus der Schule auch, wenn man bekannt dafür ist, dass man schlechte Noten hat und dann schreibt man einmal, bemüht man sich und schreibt was Gutes, dann glaubt der Lehrer, man hat geschummelt. Ja, schlimm genug, ja. Ist besetzt als schlechter Schüler und ein schlechter Schüler kann nicht auf einmal gut sein. Und der Kunde macht das genauso. Das Gefährliche dabei ist, weil dieser Prozess unbewusst abläuft, weiß es der Kunde nicht einmal. Der ist sicher, dass du so unkoordiniert bist, weil du deine Unterlagen gerade suchst. Aber das ist es nicht. Er hat dich am Anfang, weil du vielleicht ein bisschen chaotisch gewirkt hast, als unkoordiniert erlebt und jetzt erlebt er das Suchen in den Unterlagen als zu lang. Ja? Oder wenn du jemand hast, der ständig unpünktlich ist und dann kommt der mal eine Minute zu spät, dann nimmst du das bei dem ganz anders wahr, bei jemandem, der sonst immer pünktlich ist. Und das ist jetzt so die erste Stufe und jetzt kommt die zweite und jetzt sind wir beim Smalltalk. Wenn das Gespräch beginnt, dann ist es gut, wenn der Kunde in dieser Phase, wenn du versuchst, Sympathie zu produzieren, durch was auch immer, was du machst, Vertrauen herzustellen und Kompetenz. Und jetzt kommt der Fehlschluss. Die meisten Verkäufer sagen, ich mache Sympathie. Das geht folgendermaßen. Ich sage, Andreas, heute siehst du aber gut aus. Ja, in dem Fall stimmt jetzt. Aber Und das viele. Gute ist, Komplimente, da freuen wir uns ja immer drüber, auch wenn wir wissen, dass sie nicht jetzt so gedacht werden. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl, wenn ihm jemand ein Kompliment für was macht, wo man denkt, naja, das glaube ich aber jetzt so nicht ganz. Es tut trotzdem Und gut. genau, Ja. es tut, genau, weil der andere sich bemüht. Aber im Verkauf funktioniert das nicht. Warum nicht? Vertrauen ist wichtig. Wenn du mir jetzt 30 Trainingstage abkaufst und wenn das total schlecht ausgeht und du Personalentwickler bist, wird deine Position vielleicht gefährdet. Dann willst du kein Risiko eingehen. Keinen Und Fall, ne? dann ist dir einer lieber, der dir die Wahrheit sagt, auch wenn sie nicht so nett ist, als jemand, der sagt, weil in Wirklichkeit, in dem Moment, wo du jemanden Wertschätzung versuchst zu vermitteln und es kommt rüber, dass es nicht ganz authentisch ist, sagst du ja sofort, dass du nicht die Wahrheit sagst. Und ich behaupte, dass sich viele Verkäufer im Beziehungsaufbau rausschießen, weil sie zwar versuchen, Sympathie aufzubauen, dadurch, dass sie dem Kunden so nach dem Mund reden, weil es aber nicht authentisch ist. Sprich, also Körpersprache und das Wording, also der Inhalt, passt nicht zusammen. Das ist ja, ich höre immer wieder, dass Leute zu mir sagen, ja, wie werde ich denn authentisch? Authentizität ist nichts anderes, als dass die Aussage, also die Sachaussage und die Stimme und die Körpersprache alles kongruent ist. Dass das zusammenpasst. Wir Menschen haben ein wahnsinnig gutes Sensorium dafür, auch wieder unbewusst, um zu erkennen, ob das zusammenpasst. Das ist in der Biologie eins der wichtigsten Faktoren gewesen für unser Überleben. Weil Menschen waren immer schon so schlau, dass sie, weil wir ja wir haben ja einen bewussten Part im Gehirn und einen unbewussten, wir können zwei Ideen haben. So viel bewusst und Ja. so viel unbewusst, ja. Genau. Also es ist ein riesen Berg, gibt ja dieses Eisbergmodell. Aber das Interessante ist, dass wir Menschen können
andere Menschen anlügen. Das heißt, wir können was anders sagen, wie das, was sie denken. Und das ist eine wichtige Fähigkeit in der Evolution gewesen, um sich einen Vorteil zu verschaffen, also seine wahre Intention zu verschleiern. Also was macht die Evolution? Sie gibt uns auch wieder Techniken an der Hand, das zu erkennen. Weil wenn du von jedem reingelegt wirst, dann stirbst du ja aus. Also haben wir auch gleichzeitig ein Gegensensorium entwickelt, um das zu erkennen. Also das Stichwort L-Man, oder wie? Ja, das ist so die Hochrüstung, so ungefähr wie früher beim Kalten Krieg. Jeder das Gesichtslesen, der dann diese Facial, FACS, glaube ich, heißt es. Ja. Wo es die Facial, die Mikromimik, also die Mimiken zu erkennen, was dann, wenn jemand lügt, zum Beispiel im Gesicht abgeht, an ganz kleinen Zuckungen und. Genau. Ja. Ja. Entscheidend ist einfach, dass ohne dass man sich jetzt zu sehr da ins Detail geht, wir haben ein gutes Gespür dafür. Ja, eben, ja. Das ist zum Beispiel, ob ein Lächeln echt ist oder nicht, das sieht man, wenn die Augen mitlachen. Und wir spüren das. Darum gibt es ja auch den Begriff des Verkäuferlächelns. Ein Verkäuferlächeln ist das Grinsen des Mundes, ohne dass sich die Augen bewegen. Ja? Weil der 100 Mal am Tag sagen muss, ich freue mich, auch sie bei zu sehen. Manchen Stars, die dann am Hollywood-Teppich entlang gehen. Ja. Ja. Und in dem Moment, wo ich das mache, spürt der Kunde, da ist einer, der was anderes sagt oder vermitteln will, als das, was er fühlt. Und das ist der schlechteste Einstieg in ein Verkaufsgespräch. Weil Vertrauen ist definitiv von diesen dreien immer in fast jeder Thematik das Wichtigste. Sobald es gerade im Business to Business, wenn es um höhere Summen geht, ist das total wichtig. Weil wenn du im Verkaufsgespräch falsche Dinge sagst, dann hat also das war Vertrauen, das war Kompetenz und Sympathie. Okay, da mache ich dann eine schöne Grafik, die ich dann noch wunderbar einblenden werde, weil das gefällt mir. So ein Dreieck, ja. Und vielleicht gibt es das ja sogar. Übrigens, die Grafik, die du im Buch drinnen hast, die werde ich dann gern einblenden, oder die hat da jetzt jeder schon gesehen, wie du das erklärt hast mit den drei Stufen. Ja, die sind dann nur so als Hinweis an dich, ja. Genau, also da haben wir dann diese Sympathie. Und Smalltalk ist jetzt vielleicht noch zum Smalltalk noch ganz kurz. Ja, gern. Es ist im Smalltalk, wenn man Smalltalk macht, dann sollte man nur Dinge erwähnen, die man selber auch wirklich so sieht. Ja? Also ich mache das zum Beispiel so, wenn ich einen Termin habe und fahre zu einer Firma hin, in dem Moment, wo ich auch schon, wenn ich mir die Homepage anschaue, versuche ich mit einem wohlwollenden Auge, ja, also wo ich die guten Sachen suche, alles zu betrachten, bis ich dort im Büro drinnen sitze und bis ich irgendetwas, was mich emotional bewegt, ehrlich. Wo ich sage, wow, tolles Gebäude oder wahnsinnig tolle Homepage oder wahnsinnig freundlich. Das könnte auch Engagement sein oder so, wenn jetzt jemand sich für irgendeine Hilfsorganisation einsetzt oder so. Ja. Egal. Aber was. Ich würde es dann auch nur dann erwähnen, wenn es mir tatsächlich so geht. Genau. Dass ich das, weil wenn mir das vollkommen egal ist, was der mit den Kinderkrebshilfe macht und mir ist das eh egal, weil Kinder interessieren mich nicht, genau. Dann würde ich da einfach meinen Mund halten. Ja. Ich habe da einen Satz im Buch auch drinnen, wo ich sage, ein Verkäufer, ja, muss nicht alles sagen, was er denkt, aber er muss alles denken, was er sagt. Das heißt, gerade auf den Smalltalk bezogen jetzt, ist es ganz wichtig, dass ich überlege, welche Dinge finde ich wirklich gut, wo kann ich was sagen dazu, was interessiert mich. Negativbeispiel, ich war mit einem Verkäufer unterwegs, der nicht Golf gespielt hat, und der hat zum Manager gesagt, wie er den Golfback gesehen hat, sagen Sie, spielen Sie Golf? Der Manager, ja, ich spiele Golf und so. Dann hat er seine Schläger im Büro gehabt und er sagt, ah, ich finde Golf einen total tollen Sport und so weiter. Und dann sagt der Kunde, spielen Sie auch? Und sagt, ja, nee, ich nicht, aber ich finde es total klasse. Hat der Kunde nicht geglaubt. Immerhin etwas. Also ja, das ist aber. Nee, aber ja. So kann man sich gleich versagen, wie du sagst, ja. Ja. Und es ist auch, wenn man es zwanghaft macht, dass man immer wieder beginnt damit gleich so hin, ja und schön und so weiter, dann vermittelt man schon, dass man so ein typischer Verkäufer ist. Ja, jetzt wird Smalltalk gemacht. Erste Phase, Smalltalk-Phase. Und ganz schlimm, ja, niemals nach dem Smalltalk sagen, so, jetzt haben wir ja nicht geredet, jetzt sollten wir dann langsam zur Sache kommen. Das ist wie ein totaler Keil, der dem Kunden noch einmal sagt, du, und jetzt hast du eh kapiert, wir haben gerade jetzt die erste Phase abgeschlossen. Man offenbart so quasi vor dem Kunden die Verkaufsstrategie. Wobei, ich glaube, das ist im arabischen Raum noch einmal drastischer, nicht? Die gehen ja zuerst ewig miteinander essen und machen Socializing und irgendwann dann so im Nebenbei nach dem dritten Schnaps oder Raki oder was auch immer, nein, natürlich da Moslems, die trinken natürlich nichts, das ist dann die Wasserpfeife, was auch immer. Da wird dann erst begonnen, wenn überhaupt, über solche Dinge zu reden. Oder erst beim Zweitermin. Gell? Der Sinn dieser Sache ist, Vertrauen zu gewinnen, weil die sagen, ein Mensch kann sich nicht, wenn ich mit dem Abendessen gehe und dann Zeit verbringe, der kann sich nicht 10, 12 Stunden lang verstellen. Das schafft niemand.
Und die Asiaten machen es zum Beispiel häufig so bei Geschäften, dass sie die Familie kennenlernen wollen und wirklich zu Hause da mit der Familie essen wollen, weil die sagen, wenn ich mir dem sein Leben anschaue, seine Frau, seine Kinder und das alles anschaue, wie er wohnt, dann weiß ich, was das für ein Mensch ist. Alle diese Dinge dienen dazu, Vertrauen zu haben. Klar, ist das Wichtigste überhaupt, weil es erzählt mir ein Mensch, dass er mir ein Produkt verkauft und er macht mir ein Versprechen in den Nutzen, also ein Nutzenversprechen. Und wenn mich der anlügt und das alles nicht so eintrifft, habe ich Geld ausgegeben und kriege keine Leistung dafür und dann hat das möglicherweise sehr negative Konsequenzen. Und deswegen ist Vertrauen sehr wichtig und dann natürlich branchenabhängig bei einem Arzt, bei einem Ingenieur, der ein Haus baut, natürlich noch einmal höher. Ja, weil da geht es ums Leben oder um sehr hohe Werte. Und da ist es natürlich so, dass dann Kompetenzen, also das Vertrauen noch wichtiger wird. Und Finanzbereich. die Kompetenzvermutung oder dieses Vertrauen jetzt auch für einen Trainer zum Beispiel zu schaffen, das hast du eben vorgemacht, jetzt vor kurzem. Seit kurzem gibt es dein Buch, das hört auf zu verkaufen. Und das hat ja sicher auch den Mitgrund, ich meine, neben dem, dass du natürlich auch Verkäufer weiterhelfen willst, dass sie gute Strategien finden, dass du auch als Experte erkannt wirst. Und du bist ab dann der Buchautor. Du bist eine, der Lothar Seiwert hat es immer gesagt, man soll Autor werden, denn dann wird man zur Autorität. Ja. Ja. Also würdest du das auch als Strategie empfehlen, jetzt für Leute, die zum Beispiel sich im Business oder im Training bekannter machen wollen und dass das dann, wenn sie schon keine großen Referenzen haben, zumindest einmal Buchautor. Ja. Ja, was auch sehr gut ist, sind Fachartikel, das geht auch in die Liga. Eigentlich ist ja das Buch noch gar nicht das Entscheidende, sondern wenn man dann irgendwie Presseartikel hat oder in der Zeitung ist, dann haben die Leute eine hohe Kompetenzvermutung, weil die denken sich, nur der mit der höchsten Kompetenz kommt vielleicht ins Fernsehen oder kommt in einen Zeitungsartikel oder in ein Fachmagazin.